herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Ländle TV Diatag. Heute mit diesen Themen. Der Weltzukunftsrat tagt in Bregenz. Die Koje in Bludenz begrüßte Hans-Peter Haselsteiner und Leo Hillinger zur Vertragsunterzeichnung. Und am Mittwochabend ging die Salvus-Gala in Götzis über die Bühne. Das Unternehmen Die Koje in Bludenz hat etwas geschafft, von dem viele noch träumen. Ihr Konzept, gesundheitsfreundliche und moderne Möbel aus Zirbenholz zu kreieren, schießt gerade durch die Decke. Warum? Das erfahren Sie jetzt. Das Unternehmen Die Koje konnte in der Puls 4 Show 2 Minuten 2 Millionen mit Hans-Peter Haselsteiner und Leo Hillinger zwei der erfolgreichsten Unternehmer Österreichs als Investoren gewinnen. Am Mittwoch trafen sich die Geschäftspartner in den neuen Gebäuden der Firma und zeigten sich begeistert. Ich habe eine große Freude gehabt beim Hereinkommen und wie ich von der Wiege, Gitter, also Gehschule, Gitterbett, Bett, also die ersten drei habe ich schon für meine Enkel im Haus stehen, aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es eine tolle Produktlinie ist und dass es ein erfolgreicher Unternehmer ist, der Herr Christian Leidinger, und dass das in der Kombination auch eine Erfolgsstory wird. Das war eben dann auch der ausschlaggebende Moment, dass man sagt, jawohl, da steige ich ein. Es ist ein richtiger Mann und der weiß ganz genau, was er will, und deswegen haben wir investiert, weil er einfach richtig gut ist. Wie einer tickt und wie einer strahlt in den Augen. Das ist das Wichtigste. Das war perfekt. Die großartige Unterstützung weiß Geschäftsführer Christian Leidinger erfolgreich zu nutzen und erweitert sein Unternehmen mit dem Zukauf der Fabrik Klarnbrunn. Die Start-up-Show hat dem ganzen Unternehmen einen neuen, frischen Wind eingehaucht. Ich bin stolz auf das ganze Team, die gerade Unglaubliches leisten. Nach dieser Show die Anfragen zu tausenden Zugriffe auf unsere Webseite. Drei Tage nach der Show hat mich der Hans-Peter Haselsteiner angerufen und hat zu mir gesagt, Herr Leidinger, speichern Sie meine Nummer, wir werden die nächste Zeit öfters miteinander telefonieren. So, für mich sind die zwei so richtige schon mit im Geschäft. Also sie rufen an, Herr Haselsteiner diesen Auftrag schon über Millionenhöhe, der größte Auftrag der Firmengeschichte. Also es macht uns alle zusammen richtig stolz. Wir dürfen in Zukunft gespannt ein Auge auf das Unternehmen werfen und freuen uns auf eine weitere Vorarlberger Erfolgsgeschichte. Der Weltzukunftsrat tagt von Donnerstag bis Sonntag in Bregenz. 50 Experten diskutieren dort über Zukunftsfragen. Das 10. World Future Forum in Bregenz greift wichtige Themen auf und diskutiert wird in prominenter Besetzung. Neben Bürgermeister Linhardt nehmen Persönlichkeiten wie Gründer Jakob Uexküll und Kinderrechtsexpertin Omar Obama an dem Weltzukunftsrat Platz und teilen ihre Gedanken mit uns. Wir leben in einer Region, die zu den stärksten Regionen Europas zählt. Es geht uns so gut wie kaum jemandem auf dieser Welt. Der liebe Gott hat uns ausgezeichnet mit einer Natur, die alles schlägt. Wir haben ein Klima, das verträglicher wohl nicht sein kann. Eine Region, die auch wirtschaftlich bewiesen hat, dass sie zukunftsfähig ist. Wer, wenn nicht wir, sollte damit gerufen sein, das, was man uns hier gegeben hat, in der Form auch zurückzugeben, dass wir über Zukunft nachdenken. Und mit dem World Future Forum erwarte ich mir einen Impuls, einen Schub. Die Agenda umfasst unter anderem den Ausbau erneuerbarer Energien, die Arbeit für nukleare Abrüstung, die Bekämpfung von Hungersnöten sowie den Einsatz für Kinderrechte. Für Letzteres setzt sich besonders die Schwester des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama ein. Also ich hoffe sehr, wie gesagt, dass Kinder beteiligt sind am Gespräch, was mit unserer Zukunft passiert, dass sie mehr erfahren, dass sie dann auch Entscheidungen treffen mit Informationen, genug Informationen in der Hand, damit sie die richtigen Entscheidungen treffen. Wir brauchen keine Angst vor Kinder haben und keine Angst vor Jugendlichen haben, die können mitreden. Und das wünsche ich mir, dass wir das lernen. Und so können wir sie besser schützen, so können sie besser auch die Zukunft schätzen und auch unsere Umwelt schätzen, damit sie später, wenn sie erwachsen sind, bessere Entscheidungen treffen, als wir eventuell tun jetzt. Der Weltzukunftsrat in Bregenz möchte Brücken schließen und Lösungen aufzeigen. Alles für die Stimme und den Erhalt der Lebensqualität für zukünftige Generationen. Die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird bei zahlreichen Vorarlberger Unternehmen großgeschrieben. Aus diesem Grund werden die besten Betriebe alle zwei Jahre mit dem Salvus ausgezeichnet. So auch am Mittwochabend im Ambach in Götzis.
Das Thema Gesundheit ist in Vorarlbergs Betrieben. Aus diesem Grund war die Kulturbühne am Bach bei der Auszeichnung des Gesundheitsgütesiegel Salvus bis zum letzten Platz gefüllt. 40 Unternehmen wurden zur Zertifizierung geladen. Ja, so eine Auszeichnung ist natürlich ein Symbol und es geht um die Bedeutung der Gesundheit, es geht um die Bedeutung der Gesundheitsförderung und der Prävention. Und wir wissen ja alle, wie viel Zeit wir am Arbeitsplatz verbringen. Und deshalb ist es auch natürlich ganz vernünftig, wenn wir Maßnahmen setzen und die Leute dort erreichen, wo sie eben viel Zeit anzutreffen sind. Der Salvus, ein vierstarke Partner für ein zentrales Anliegen, die Förderung der Gesundheit am Arbeitsplatz. Vorbildhaft dabei das enge Miteinander sowohl von Seiten der Wirtschaft als auch von der Arbeitnehmervertretung. Ich glaube, nur wenn es von beiden Seiten gewollt ist, dann wird die Qualität besser. Also von oben gewollt und von unten gemacht. Ich glaube, das ist der richtige Einstellung dazu. Ein gesundes Arbeitsumfeld führt nicht nur zu weniger Krankenstandstagen, sondern ist auch ein wichtiger Indikator für die Lebenszufriedenheit und das Wohlbefinden der Menschen. Also bei uns wird ergonomisches Arbeiten großgeschrieben. Das hängt zusammen, dass man natürlich die Mitarbeiter oder den Arbeitsplatzpflege relativ auch mit Hilfsmitteln ausstatten, aber auch die Mitarbeiter vor Ort intensiv schulen. Von den 40 ausgezeichneten Unternehmern erhielten 29 den Salvus in Gold und 11 in Silber. Bei uns geht es nun weiter mit den Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten von morgen. Eine aktuelle Umfrage zeigt, Fachkräftemangel bremst Vorarlberger Digitalunternehmen in ihrer Entwicklung. Halbzeit für die Landesregierung. Schwarz-Grün ist nun 2,5 Jahre im Amt. Es ist Zeit, eine Zwischenbilanz zu ziehen. Und 17 Monate nach dem Mord an der schwangeren Stefanie N. aus Frastanz ist ein Prozesstermin noch nicht in Sicht. Das war's von meiner Seite. Sie sehen im Anschluss noch das Wetter. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche einen schönen Abend. Tschüss. Grüßt euch miteinander, der Seniorchef wird jetzt so einmal ein bisschen Freizeit machen und wie das Wetter jetzt wird, das zeige ich euch jetzt. Herzlich willkommen beim Ländle TV Wetter. Derzeit ist es ja prachtvoll schön mit ungewöhnlicher Wärme an den Nachmittagen für diese Jahreszeit. Und am Freitag wird es dann dank aufkommenden Föhns sogar frühsommerlich warm bei uns im Ländle. Der Freitag startet, verbreitet schon mit strahlendem Sonnenschein. In der Höhe ziehen ein paar harmlose Schleierwolken durch und am Nachmittag können sich dann über den Bergen kleine Quellwolken bilden. Zu Beginn hat es rund 5 bis 7 Grad plus. Am Nachmittag wird es dann dank aufkommenden Föhns frühsommerlich warm im ganzen Land. 23, 24 Grad im Rheintal. Rund um Bludenz und Feldkirch sind mit Föhn am Nachmittag eventuell auch 25 Grad möglich. Werden am Freitag 25 Grad erreicht, dann sprechen wir Meteorologen von dem Sommertag. Und dies wäre dann der erste in diesem Jahr. Auf der Zimmer hat es am Nachmittag ebenfalls sehr milde 5 Grad plus auf 2643 Metern Höhe. Und am Samstag geht es mit dem Frühlingswetter weiter. Es ist aber nicht mehr ganz so mild wie am Freitag. Die Temperaturen steigen am Samstag auf rund 20 Grad. Der Föhn bricht im Tagesverlauf zusammen und am Nachmittag ziehen von Westen erste dichtere Wolkenfelder auf, die eventuell gegen Abend Regenschauer bringen könnten. Sonntag und Montag sind dann zwei milde, aber wechselhafte Frühlingstage mit dichteren Wolken, ein paar sonnigen Abschnitten und zwischendurch auch Regenschauern. Vereinzelt kann es auch schon zu Gewittern kommen. Die Temperaturen erreichen dann 18 Grad am Sonntag und 15 Grad am Montag. Das war's vom Kachelmann-Wetter für Ländle TV. Mehr auf kachelmannwetter.com. Bis zum nächsten Mal bei Ländle TV.